So Leute, willkommen zurück zu Bioshock. Diesmal mit Co-Moderator. Stell dich mal vor. Hallo, hier ist BoxLP oder auch Vladek569. Lange nicht gehört, falls ihr mich überhaupt kennt. Wenn nicht, Schande über euch! Nein, war ein Witz. Ja. Yo, und wenn ihr fragt, woher ich den Kerl kenne, ich kenne ihn schon seit Real Life. Durchs Real Life. Ja, das ist ein cooles Spiel, spiel das mal. Für 5 Euro bei Steam. So, hier können wir uns Wodka kaufen. Wir haben ja gar kein Geld, ey. Wodka ist gut. Da. So. Der liebe Vladek, ich nenne jetzt einfach mal Vladek. Ja, passt. Wird auch des Öfteren hierbei sein bei dem Spiel, aber ist nicht in jedem Part, aber also ein paar Mal. Weil er hat einfach viel mehr Ahnung von dem Spiel. Ich bin jetzt der Spoilerer, offiziell. Untersuchen. 6 Pistolenkugeln. Hacken. Soll ich vorlesen? Platten aufdecken! Finde Rohrsegmente, indem du verborgene Platten aufdeckst. Rohre tauschen, nehme Rohre auf und ersetze sie, um Verbindungen herzustellen. Bilde eine Kette zum Ausgangsrohr. Leite die metallische Flüssigkeit. Metallische Flüssigkeit, egal. Flüssigkeit zum Ausgangsrohr. Der neue Stromkreis sorgt für einen gewünschten Effekt. Für den gewünschten Effekt. Lol, geile Übersetzung. Mit den Effekte, Dinger. Ja, Grünk wird das voll gut finden. Und nein, wir haben nichts gegen Grünk. Nein, das Grünk ist bei uns nur so eine Art Running Gag im Moment. So, hier, das ist Grünk. Ne, Grünk, oder? Grünk war's doch. Ja, genau, Grünk. Machen wir nur Spaß. Ich meine, wir lieben Grünk. Ich will ein Kind wollen. Nein, lass ihn. Ja, das nennen wir dann Grünk Junior. Übrigens gibt es einen ziemlich interessanten Bug. Guck mal, der Roboter ist jetzt schon ziemlich kaputt. Ist am Dampfen schon. Mach ihn mal, deaktivieren mal. Und aktivieren wieder. Und ist repariert. Boah, der Furz. was macht der? Der hilft dir, der fliegt hinter dir her und kämpft Gegner. Also, ne? Na dann, ich geh einfach mal hier weiter. Hilft im Kampf gegen den Wahnsinn. Dann. Oh, Tonmann. Gut, dann sind wir jetzt ruhig. Ryan und Adam. Adam und Ryan. All die langen Studienjahre. War ich überhaupt ein Chirurg, bevor ich ihnen begegnete? Wir haben mit unseren Skalpellen und unserer billigen Moral rumgedrumpelt. Ja, natürlich haben wir das ein oder andere Geschwür entfernt, aber haben wir irgendetwas bewirkt? Nein. Doch mit Adam wird alles möglich. Ryan hat uns von der falschen Ethik, die uns so lange behindert hat, befreit. Verändere dein Aussehen, dein Geschlecht, deine Rasse. Du allein entscheidest, was du sein willst. Niemand anders. Ja. Ich habe das jetzt voll leise nur gehört, aber ich hoffe mal, ihr habt das gehört. Wenn nicht. Warte, wollten wir nicht Untertitel aktivieren? Drück mal eben noch Escape und mach das schnell. Ja, Optionen. Ach du, da sagst du was, ey. Ja, Spieloptionen sind es, glaube ich. Ah ja, diese Untertitel. Jupp, das ist besser. Vielen Dank für Ihr Verständnis. Access, die Wenn du durch den Notzugang willst, brauchst du den Schlüssel von Dr. Steinman. Er hat das Sagen in diesem Laden hier. Ich glaube aber nicht, dass er ihn dir einfach so überlassen wird. Sein Menschenfreund ist Dr. Steinman leider nicht. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht mal sicher, ob er überhaupt noch ein Mensch ist. Schön. Nein, dein Bot! Warum hast du das getan? Das war ein Gegner. Gut gemacht. Damit hast du jetzt heiß vor. In der Kiste da rechts ist, ist übrigens noch ein Demolition. Du bist schon so klar. Er sieht ganz nicht blau aus, wenn du. Ziemlich, ja. 10-mal durch oder so. Irgendwas in der Richtung. 0-mal durch. Yeah! Du müsstest dich mal heilen, drück F. Oh, stimmt. Hab ich drauf geachtet. Gott, jetzt gebe ich schon wieder. Oh Gott. Danke für den darf man sich auch erschrecken. Ja. Nicht in der Kackversion, ne? Zum Glück haben wir den Pfeil. Katzenversion. Zum Glück haben wir den Pfeil, dann sagt, wo wir hingehen müssen. Ich brauche den Pfeil nicht. Oh. Ja, deine Hauptgegner sind im Moment noch Fuggish-Splice oder so. Ja, gut, ich muss den ersten, die ersten Leadhead-Splice. Ich muss ja nicht alles Splice machen. Ja.
gibt immer Unterschiede. Buggy-Splicer nehmen einfach irgendeinen Gegner und kloppen damit auch nicht ein. Leather-Splicer haben Schusswaffen. Dann kommt bald auch schon wieder die nächste Art von Splicer. Ich freue mich auf den ersten Daddy. Der ist ja cool. Du bist ja eigentlich schon einem begegnet, ne? Ja gut, aber... Wenn ihr das hier seht, dann ist schon der erste Part hochgeladen. Ja. Der zweite auch. Weißt du, wenn die den dritten gucken, wird der zweite hochgeladen sein, weißt du? Während das aufgenommen ist, ist der erste auch schon hochgeladen. Das wollte ich eigentlich sagen. Ich weiß nur nicht, wie so ein Fail rauskam bei mir. Ja, also kurz gesagt, hier. Der zweite Part ist noch nicht hochgeladen, jetzt wo wir das aufnehmen. Wo muss ich hin? Der hier Pfeil. Ist ein Weg. Stirb, Pfeil. Ich komm nicht durch. What? Soll ich diesen Erscheinungen was sagen, oder? Ja, mach mal. Also die Erscheinungen kommen dadurch zustande... Und wir haben einen Lag. Die Erscheinungen kommen dadurch zustande... Halt die Augen Story. Warum wirst du vorangetrieben? Noch eins. Denk dran, es gibt einen knackigen Kurzschluss bei den ganzen Maschinen da, wenn du sie mit dem Elektro-Bolt... Schnell hingehen und hacken. Hacken? Lol. Also, während hacken kannst du jetzt erzählen. Genau. Also, Adam, das, was man sich am Anfang eingespritzt hat, da um Elektrobot zu kriegen, das war sogenanntes Adam. Also, das wurde aber auf Adam gemacht. So. Und, in dem Adam sind die Gedanken der Leute auch gespeichert, die deren Gene das sind. Und diese Gedanken siehst du dann halt wieder. Ab und zu als Widerspiegelung. Einblick. Nee. Ich hab das jetzt nicht wirklich verstanden, aber die denke ich wahrscheinlich. Lol. Und das schießt jetzt auf Gegner oder ja. So. Ja, los! Schieß! Und lag. Yeah, yeah, lag. Lag. Hey, Lags machen ein Spiel das Spiel sehr stark. Ja. Bei den Medi-Stationen heilen die sich auch. Deswegen Medi-Station solltest du auch hacken, wenn sie sich dann nämlich heilen wollen, werden sie vergeblich. Ich finde das Hacken ja langweilig, aber... Ja, klar. Wollen, wenn du genug Geld hast, dann auch leicht, weil es sonderlich schwer ist. Ja, dann kannst du auch Sachen anschauen. Schön. So, und jetzt billiger oder was? Kann man da kaufen? Es ist jetzt billiger, sich zu heilen, und wenn gegnerisches Splicer sich daran halt heilen wollen, dann vergiften sie sich selbst. Oh, ein Tonband. Ich war im Straflager und erst 16 Jahre alt, als ich erkannt habe, dass meine Liebe der Wissenschaft gehört. Ein Arzt hat an vielen von uns wissenschaftliche Experimente durchgeführt. Manchmal hat er dabei Fehler gemacht. Wenn ich ihn darauf hingewiesen habe, ist er zornig geworden. Dann hat er gefragt, woher ein Kind wie ich sowas wissen kann. Ich habe ihm gesagt, manchmal weiß ich es einfach. Da hat er geschrien, du musst es mir ja nicht sagen. Nun ja, habe ich gesagt, wenn Sie schon sowas machen, sollten Sie es wenigstens ordentlich machen. Eine Frage, was sind die Tonbänder oder warum sind die da? Die Tonbänder erzählen nach und nach die Story des Spiels, auch Hintergrundinformationen und so weiter. Und man hat auch manchmal Verknüpfungen zwischen Tonbändern ziemlich vom Anfang und später gegen Ende des Spiels. Zum Beispiel in Bioshock 2 geht es am Anfang des Spiels in so einem Hotel ein Tonband über eine Frau, deren Mann abgeführt wurde. Und dann fragt sich halt, was aus dem geworden ist und so. Ja, und dann später im letzten Gebiet, das ist so ein Gefängnis, da findet man ein Tonband von ihrem Ehemann, der sich fragt, was wohl aus ihrer Frau und ihren Kindern geworden ist. Aus seiner Frau und ihren Kindern geworden ist. Also das ist schon ziemlich komplex auch. Muss man sich reinarbeiten, aber. Sag mal, weißt du das über das Spiel oder hast du das, ist das selber aufgefallen? Oder das weißt ist mir selber aufgefallen. Ja, in dem Spiel kann man sehr viel entdecken. Ich entdecke auch. Immer wenn ich das Spiel durchspiele, entdecke ich nochmal was Neues. Also, das ist ja nicht ein Spiel. Du musst halt nur umsehen. Ja. Und für solche Nebeninformationen, da bist du jetzt auch für da, weil ich kann ja schlecht was zu sagen, ne? Deswegen ist es ganz gut, dass du dabei bist. Ja, ich bin hier der Insider-Man. Der Insider-Man!
So, ich sollte vielleicht auch mal hier mal die Waffe benutzen. Ich meine, wofür habe ich sie, ne? Ja gut, anfangs brauchst du eigentlich nur Pistole, weil mit Pistole, wenn du gut zielst, brauchst du eigentlich nur einen Kopfschuss für jeden Gegner im Moment. Hol ich mal mein Money. Ah, ein bisschen Pistole. Ja, cool. Gehackt auch immer, ist immer gut. Gehackt dauert zwar ein bisschen, aber... Ja, ich hack nur, wenn ich es brauche. Ja, ja, ne. Was brauche ich nur noch? Lange Dinger? Zur Not kann man ja auch noch provisorisch so mit Kurven und so arbeiten. Was sind da eigentlich für rote Teile? Sind die roten, die kannst du nicht bewegen, wenn du da reinkommst, wenn da die Flüssigkeit da reinfließt, das wahrscheinlich nie passieren wird, löst es einen Alarm aus. Oder nee, bei denen ist es ein Kurzschluss, es gibt aber später noch andere, die lösen Alarm dann aus. Also es sind Sicherheitsbots auf dich losgehen. So, davon wollte ich mir ein bisschen was kaufen. So, das war's. Du hast doch gerade gesagt, du brauchst keine Munition. Ich bin schon. Was bist du? Verkaufsautomat. Das da hinten ist ein Munitionsautomat. Ammo. Und das hier ist ein Zirkus der Werte, der verkauft allen möglichen Scheiß. Brauche ich jetzt nicht, oder? Ja, Verbandskästen hast du alles und alles andere lohnt sich irgendwie nicht zu kaufen. Habe ich noch ein paar Dinge? Oh, ich neun Stück. Ich sogar noch bin Chef. Jawohl. Sieh mich an. Was könnte man an mir noch besser machen? Durch Adam und mein Skalpell habe ich mich verwandelt. Aber gibt es nicht vielleicht doch noch eine Steigerung? Was ist, wenn ich zwar etwas noch Vollkommeneres erschaffen könnte, meine Vorstellungskraft dafür aber nicht ausreicht? Das andere mal später. Was ich noch auf Lager habe. Dank der Möglichkeiten genetischer Veränderung ist Schönheit nicht länger ein Geschenk. Yay, oder ein Wunschtraum. Der gleiche von gerade? Das weiß ich nicht. Zwingen wir etwa die Gesunden, die ist das denn alle gleich aus? Die Daddys sehen alle gleich aus. Hast du nicht mal gesagt, es gibt verschiedene mit Daddys? Ja, aber das ist jetzt untereinander unterscheiden sich die Sorten nicht. Ach ja. Das ist da ist übrigens ein Bouncer. Der hat nur einen Akata. Warum haben wir zwei Augen? Gibt es ein Gesetz, das uns dazu zwingt? Mach mal mein Headset lauter, mich verhöre hier. Ja, besser ist es. Und guck mal, sind das nicht schöne Frauen da? Ja, guckt. Guckt, da steht sogar perfekt. Perfection. Perfektion. Na dann. Ich bin noch nicht fertig. Da ist Dr. Steinman. Chill. Muss deinen Weg in die Chirurgie finden. Damit zu Steinman. Zumut. Gott mag keine Brückeberger. Ja, toll. Das Pleister lässt es krachen wie an Silvester. Es ist nicht leicht, hier unten an Sprengstoff zu kommen. Aber wenn du ein Telekinese-Platz in den Finger kriegst, könntest du diese verdammten Brandbomben fangen und sie wieder an den Kopf werfen. Oder sonst was wegspringen, das dir im Weg steht. Da oben haben wir schon, dreh ich mal eben um. Und dann oben links auf dem Balkon. Da muss es eigentlich nicht das Pleister sein. Auf jeden Fall eine neue Pleister-Sorte, die mit Bomben auf dich wirft.